Herr Stubenrauch, danke für das Interview auf jeden Fall, aber Sie hatten eigentlich keine Lust. Können Sie vielleicht kurz sagen, warum? Ja gut, es ist relativ einfach. Wir haben heute wieder ein Spiel verloren, das man eigentlich nicht verlieren darf. Wir haben es versäumt, zur Pause schon 1-2-0 zu führen, obwohl man natürlich am Anfang auch einen Elfmeter, unser Torwart gehalten hat. Da hatte danach aber, denke ich, das Spiel eigentlich im Griff, hatte Chance. Sind in der Halbzeit, nehmen uns viel vor für die zweite Halbzeit, weil wir eigentlich zur Pause 1-0 führen müssen. Und bekommen dann mit der ersten Chance vom Gegner, wo er dann im Strafraum einköpft, gehen wir in den Rückstand. Nächste Chance ist, glaube ich, 2-0. Hat dann einfach KSC halt einfach zwei wenige Chancen konsequent genutzt. Und am Ende ist es nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir ein Spiel verloren haben und wissen eigentlich nicht, warum. Bekommen unnötige Tore, nutzen unsere Chance nicht und Aufwand und Ertrag, stehen überhaupt kein Verhältnis zueinander. Und das ist bitter und das bringt jetzt auch nicht immer wieder zu hadern mit Pech. Und ich denke, es hat ja eigentlich jeder gesagt, der Schiedsrichter hat sich auch entschuldigt dafür, was okay ist, dass man kurz vor der Halbzeit einen klaren Handelfmeter kriegen müssen, was fast eine rote Karte eigentlich noch ist, dass 0-1 damit verhindert wird. Haben wir nicht bekommen. Wir hatten dann auch noch die Möglichkeit und es ist halt einfach sehr bitter, dass wir wieder verloren haben. Und ja, im Prinzip nicht wissen warum, aber wie gesagt, da braucht man nicht nach Ausrede oder sonst oder jenem suchen. Wir haben halt eben wieder verloren, Fußball ist ein Ergebnissport und da stimmt eben die Punktzahl bei uns jetzt nach 15 Spielen definitiv nicht. Sie haben es angesprochen, vielleicht können Sie ein detaillierteres Fazit von der Hinrunde ziehen, von der ja jetzt das letzte Spiel gespielt wurde. Ja gut, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumzureden. Fakt ist, dass wir, ich glaube, wir sind jetzt Tabelle Sechster mit einem gewissen Rückstand, aber schon nach oben, ein gewisser deutlicher Rückstand nach oben. Das ist sicherlich nicht in der Erwartung, das muss man ganz klar sagen. Das ist zu wenig, was wir erreicht haben. Es war jetzt zwar nicht so, dass wir uns, nachdem ja einige Spieler hinzugekommen sind, vor der Runde einige gegangen sind, als Aufstiegskandidat Nummer 1 gesehen haben, aber faktisch das Platz 6 und die Ausbeute von 22 Punkten nach der Hälfte von der Runde nicht zufriedenstellend ist und dafür gibt es auch keine Ausrede. Ihr nächster Gegner in dem letzten Spiel vor der Winterpause heißt Alemannia Rüppur. Was meinen Sie, was das für ein Spiel sein wird und was Sie für einen Gegner erwartet? Ja gut, uns erwartet ein Gegner, der bisher sehr erfolgreiche Runde spielt, der sich verstärkt hat im Vergleich zu den Vorjahren, das bisher hervorragend macht. Wir wären in Rüppur traditionell auf einem sehr tiefen, schwierigen Platz spielen. Wäre ein sehr schwieriges Auswärtsspiel, aber ja, es ist jetzt schwierig, schon auf nächste Woche zu schauen, wenn man so bittere Enttäuschung wieder hinnehmen musste. Es ist ganz einfach so, es bleibt uns nichts anderes übrig, wie nächste Woche so gut es geht zu trainieren und in Rüppur versuchen zu gewinnen, um ja, zumindest halbwegs versöhnlich dieses erste Halbjahr abzuschließen. Es wird aber, egal wie es nächste Woche ausgeht, das Spiel, wie gesagt, wir müssen es versuchen zu gewinnen, keine Frage, wird es auf jeden Fall ein enttäuschendes Halbjahr sein, unabhängig vom Spiel nächste Woche. Man kann zumindest noch mit einem guten Gefühl und mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Da sollte man alles dafür tun. Aber es ist nur noch die Möglichkeit, nächste Woche zumindest mit einem positiven Erlebnis enttäuschendes Halbjahr abzuschließen, wo, wie gesagt, zwar die Leistung eigentlich zum Teil besser war wie in der letzten Jahr, wo wir mehr Punkte geholt haben, aber wir ganz einfach zu viel unnötige Punkte herschenken und uns da an die eigene Nase fassen müssen.